Ey, Ojem! Ja? Was machst du da, ja? Ich schreibe mit deiner Mutter. Was? Was soll ich machen, Bro? Ich chill halt einfach. Lang willst du schon dein Placement erzählen? Nein, Bro, lass mich in Ruhe. Aber Bruder, du bist dafür bezahlt. Oh, stimmt. Leute, ich habe letztens gestreamt und ich wollte Formel 1 live gucken, on-stream. Und konnte das nicht, weil Formel 1 die Rechte abgegeben hat und es nur im Pay-TV in irgendeinem deutschen Sender lief. Aber ich hatte noch meinen Formel 1-Account und konnte über jedes andere Land drauf zugreifen. Also in Deutschland nicht, aber von überall sonst hätte ich die Rennen schauen können. Und da hat Ehrenbruder Kieskauer geschrieben und meinte doch, benutze einfach VPN und schau über das österreichische Fernsehen oder F1-TV. Und ich hatte mal eine Kooperation auf dem Kanal mit NordVPN. Und den Account habe ich logischerweise noch. Und dann bin ich einfach online gegangen. Hab mich mit einem Server verbunden im Nachbarland und konnte dann on-stream die Szene und das Rennen meines Lebens erleben. Oh mein Gott! Was? Nein! Alter, war das ein Rennen! Max Verstappen ist Weltmeister, Bro! Was? Und ich schwöre euch, Leute, kein Placement passt besser als das, weil es wirklich was Gutes ist. Ohne VPN hätte ich an dem Tag alles verpasst. Auf so ziemlich jedem Gerät euch einfach mit einem anderen Server verbinden und dann zum Beispiel Netflix-Serien gucken, die in Deutschland aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sind. Und dann verbindet ihr euch mit einem Server in, keine Ahnung, Holland und guckt da dann Serien, die hier nicht verfügbar sind. Besser geht's nicht. Und es gibt einen persönlichen Link von mir, da könnt ihr gerne raufklicken. Dort gibt es gerade eine Weihnachtsaktion und bis zu 73% Rabatt. Ein gratis Monat, klickt euch einfach rein und dann könnt ihr gleichzeitig mich unterstützen und das kann ich euch nur besten Gewissens empfehlen. Also, wenn ihr NordVPN checken möchtet, dann gerne über meinen Link. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, und wir sind wieder da und ich mache diesen kleinen Stunt hier. Was für ein Stunt? Wahrscheinlich Stunt, Alter. Lied euch zurück und ich hab dich was. Hey, willkommen zu einem. Und ihr habt doch letztens in meinem Video gesehen, wie ich meinen Controller gesmashed habe, oder? Boah, so los ist so schlecht! Den habe ich hier. Naja, auf jeden Fall ist es der. Und hinten The Rock. Auf jeden Fall hat jemand einen coolen Tipp genannt. Und zwar soll man sich einfach Lego-Steine kaufen und einfach diesen Lego-Block werfen, der dann auseinanderspringt, sodass man satisfied ist. Und dann baut man ihn wieder zusammen. Naja, Leute, wir haben ein neues Event und wir werden gleich über das Thema reden, was ihr im Titel seht. Aber festliche, ich dachte erst, da steht festliche Eier. Da seid ihr. Ey, Leute, ihr seid als Pack hier. Auf jeden Fall sieht's festlich aus. Weihnachtsmusik, Alter. Weihnachtsbaum, The Rock und ich habe gute Laune. Schauen wir uns mal gleich den Shop an, weil da haben mir wirklich Leute gesagt, es soll richtig, richtig, richtig geiles Zeug geben. Warum immer nur im Shop und nicht im Battle Pass, kann ich mich wieder fragen. Das sieht ja mal richtig geil aus, Alter. Das ist die Typ 100, oder? Ja, mit so Lichtern, Alter. Jetzt kommt dieser Krampus. Wirklich, Krampus ist so dumm. Mir wurde gesagt, ein Krampus kommt nur zu den hässlichen Menschen. Warte, ich lock ihn kurz an. Hey, hier sind meine Abonnenten. Dann so ein weihnachtliches mit einem glücklichen Keks. Ihm fehlt ein Bein, aber er ist trotzdem glücklich. Hier was mit einem... Oh nein, der hat ein Weihnachtsoutfit. Ich brauch das. Der Hund hat ein Weihnachtsoutfit. Ich habe 4400 Points. Soll ich das kaufen? Das ist so viel falsch daran. Warum steht sie das so? Oh mein Gott. Ich kann nicht verstehen. Okay, ich hole mir wirklich das... Also, ich liebe Japan und das Samurai-Schwert. Ich muss Leute abfucken damit. Wirklich, was anderes hat Vanguard nicht verdient. Oh Gott, der ist so bereit. Es ist Weihnachtszeit. Let's go. Oh mein Gott. Hätten sie das ganze Spiel so bunt machen können? Ja, mein ganzer Bildschirm brennt. Das sieht aus wie eine Burger King-Werbung, Digga. Wie lange denn noch? Hä? Wann geht das weg? Mann! Ja, ich bin der King des Monats. Es geht die ganze Zeit nicht weg. Ja, es ist die ganze Zeit da. Es geht einfach nicht weg. Es ist wirklich so ein Durcheinander hier. Und die neue Granate wird so hart oft gespielt. Es ist unfassbar. Was passiert hier gerade? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, ja, okay. Ich spiele ein bisschen die normale Waffe, bevor ich ans Katana gehe. Oh, ich liebe die. Ich liebe dieses Setup, wirklich. Guck mal, das wird immer noch nicht gefixt, dass man hier durch kann. Das wird immer noch nicht... Das kann nicht wahr sein. Frage, die sich jeder stellt, ist, muss Call of Duty Multiplayer Free-to-Play sein, ja oder nein? Und ich sage 100%, 1 Milliarde % ja. Safe. Weil ihr müsst euch vorstellen, Leute, die Zeiten sind anders. Guck mal, wir hatten mal Blackout und Blackout ist wirklich... Beste Lobby der Welt. Lol. Blackout ist so ein guter Battle Royale. In so vielen Belangen so gut. Aber er war nicht free to play. Alter, wie die mir einfach reinlaufen. Und ich veraim wie ein Knecht. Er war in so vielen Belangen so nicht im Headglitch. So ein guter Battle Royale, aber er war eben nicht free to play. Und das ist das Problem. Wenn etwas nicht free to play ist, dann wird die Spielerschaft drastisch verkleinert. Weil Geld ist der Nummer 1 Grund, warum sich jemand etwas nicht kauft. Nicht unbedingt, weil das Spiel schlecht ist. Viele Spiele würde man... verfügt über lokale Informanten. Digga, what the fuck? Als Maul, du Hund, Alter. Ja, kann ich nicht kaputt machen, let's go.
Halt's Maul! Lol, die Vorräte sind Geschenke, wie geil. Man kann den nicht kaputt machen. Mann, ich bin so genervt, dass er nicht kaputt geht. Das Ding ist, wie viel mehr Spieler hätte Call of Duty Multiplayer, nur wenn es kostenlos ist. Und dann müssen sie auch die Verkäufe quasi über Mikrotransaktionen generieren. Also das Spiel spielen dann mehr Leute. Diese Leute müssen Spaß am Spiel haben. Und das ist dann die Grundlage für ein gutes Spiel. Jeder würde davon profitieren. Und Warzone hat gezeigt, dass... Oh mein Gott, was für ein ekliger Kill. Warzone hat gezeigt, dass sie so viel mehr Geld machen können, wenn etwas kostenlos ist. Also es ist ja bewiesen. Für Activision ist ja Nummer 1 Grund, ein Spiel zu machen. Halt's Maul. Das ist ein Number One Ding für Activision, ein Spiel zu machen, ist, kann man viel Geld damit verdienen oder nicht? Und ja, man kann. Also jeder profitiert davon. Die würden so viel, oh Gott, so viel mehr Umsatz machen. Da war doch noch irgendwo jemand. Alter, ich bin absolut auf einer Streak, ne? Ja, wahrscheinlich tot. Ne, da ist er. Hab ihn. Hä, ich bin kurz vor New. Brutal, ich bin auch brutal, was? Ich habe keine Muni. Ich habe 9 Schuss. Warum liegen hier keine Waffen? Hier, gib mir die SDG. Gib ihn mir. 26. Hier ist noch jemand. Ich brenne, ich sehe nichts. 27. 28. Das ist keine Neffenlobby, ne? Nicht in die Stellung. Bitte nicht in die Stellung. Sehr gut. Nicht in die Stellung. Ich muss vor. Ich habe keine Zeit. Ich sehe aber niemanden. Doch, oder? Ja, ich muss hier hin. Tot. Ah! Warte mal, warum habe ich keine V2 bekommen? Hä? Erklärung. Brutal ist hier schon auf einer 20er Gunstreak und ich bin bei 23 gestorben. Bei 25 hätte ich die V2 bekommen. Ich bin dumm. Haltet alle die Schnauze. 6,2 HKD. Kann man mal machen, Alter. Absolut Spaß gerade an Vanguard. Was? Lol, die Nachrichten da oben. Die Scheiße wird hässlich werden. Es gibt kein Zurück mehr. Hat eure Mutter auch gesagt, als sie euch zur Welt gebracht hat, oder? Und kommt. Ja, ich hab ihn. Oh, lol. Ich hab einen Nachjoiner. Wer ist das? Ja, okay. Rambo, sein Vater. Let's go. Na dann, willkommen, Rambo, in meinem Team. Komm, wir müssen jetzt ein paar Kills machen. Tot. Ach, ich gehe ganz kurz auf meine Waffe. Irgendwie ist die Nahkampfwaffe nicht so gut, was eigentlich an sich eine gute Änderung ist. Ja, das war keine gute Idee, zurückzukommen, Bro. Ich glaube, ich mache ein extra Video über das Katana, das wird lustig. Ich habe Spaß mit der Kombination Warzone, ab und zu Vanguard und so, aber ich habe das Gefühl, COD muss irgendwas ändern. Irgendwas müssen sie ändern, weil so viel Geld für Multiplayer ausgeben, der nicht mehr Hauptzugpferd ist von Call of Duty, sondern so neben Warzone existiert. Also es ist nicht mehr der Hauptgrund. Und es soll jetzt nicht abgehoben klingen oder so, weil ich frage mich das wirklich, würde ich mir noch einen Multiplayer kaufen, wenn es mir nicht so egal wäre, einfach mal 70 Euro auszugeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde doppelt überlegen. Ich würde sehr... Also jetzt, wenn ich jetzt kein YouTuber wäre natürlich. Das ist die einzige Voraussetzung. Wollte mir einen Turn on. Die Frage sollte man sich berechtigt stellen, weil Multiplayer hat nicht mehr die Stellung wie früher wegen Warzone. Aber das mit Warzone wird abklingen. Vertraut mir, Leute. Ich habe gerade auch mehr Spaß an Warzone als am Multiplayer, muss ich ehrlich sagen. Aber Warzone wird mit der Zeit abklingen. Das ist eine Erscheinung, die ist jetzt gerade... Ich wusste doch, ich habe noch was gehört. Es ist eine Erscheinung, die jetzt gerade aktuell ist und ist auch gut so. Und Caldera hat seine Probleme, ja, aber es wird immer noch sehr viel gespielt. Aber so ein richtig geiler Multiplayer, wo man einfach entspannt mal Musik anmacht und mit den Leuten auf dem Discord chillt oder TS oder Skype oder einfach in einer Party oder sonst wo. Das fehlt, meiner Meinung nach. Das fehlt und die konnten nicht delivern, aber wenn es einmal umsonst wäre, hätte man nicht diese Qual der Wahl, soll ich es mir kaufen oder nicht. Viele von euch haben immer gesagt, ja, ich muss erstmal warten, ich muss erstmal abwarten. Und das verstehe ich. Imagine, man gibt 70 Euro aus und dann hat man etwas, was man nicht mehr haben möchte. So. Und man merkt, okay, der Multiplayer ist gar nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe und denkt sich dann, okay, 70 verballert. Digital gekauft, kann sich zurückgeben, fertig. Und es tut mir leid, wenn Leute sich einen Multiplayer nicht kaufen können. Stellt euch vor, wie viel mehr Spieler wir hätten, wenn der Multiplayer umsonst wäre. Und Warzone hat gezeigt, dass es funktioniert. Warzone hat genau gezeigt, wie man es richtig macht. Guck mal, wie groß es war. Guck mal, was für ein Hype Warzone hatte und jetzt immer noch hat. Das COD war in aller Munde. Freunde, mit denen ich nie gezockt habe. Private Freunde, die wirklich nie was mit Games zu tun hatten, haben alle Warzone gespielt. Streamer auf Twitch, die vor 3 Jahren noch gesagt haben, COD, wer spielt denn noch COD? Weil die nur MW2 kannten, sind jetzt alle am Warzone spielen. Alle. Oder haben es zumindest sehr, sehr aktiv gespielt. Klar wird es bei Multiplayer nicht denselben Effekt haben, weil Battle Royale ist nochmal was anderes. Das ist ein Genre, was viel mehr Leute anspricht. Aber trotzdem, ich will damit nur diesen Effekt zeigen, den es haben kann, etwas nur umsonst zu machen. Ja, ich weiß, viele werden jetzt das Argument bringen, was bringt es, wenn man mehr Spieler hat, aber trotzdem SBMM. Und ich verstehe das Argument. Aber allein durch die schier höhere Spielerzahl wäre es vielleicht gar nicht mehr notwendig, so starkes SBMM zu haben, weil einfach so viel mehr Neueinsteiger spielen. Zack. Oh mein Gott, hinter mir auch noch. Komm, bevor das Game zu Ende ist. Irgendjemand. Ja, let's go. Noch einer. Nein, nein. Ich will eure Meinung dazu hören, okay? Schreibt sie in die Kommentare. Ich will, dass wir diskutieren. Und ich glaube, es würde eine neue Zeit einläuten. Multiplayer gratis, wie viel mehr Spieler, was auf YouTube abgehen würde, was auf Twitch abgehen würde, was in-game abgehen würde. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, einfach mal so wieder eine Aufnahme anzuhauen und zu reden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das genauso in diesem Stil gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut!